Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Uncharted 4 hier auf Trend17 TV. Euer T, wie immer für euch am Mike. Auf der PlayStation 5 zocken wir das Spiel und ich wünsche euch damit viel Spaß. Lasst einen Daumen da. Na gut. Unterstützt das Projekt mit einem Abonnement. Okay. Okay, jetzt wird's interessant hier. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Er wartet erstmal nur ab. Hände hoch. Oh. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja. Du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich bin dann soweit. Okay, hör zu, wir sind bereit, Sully. Das glaube ich nicht, dass sie nicht nachtragend ist. Bereit? Okay. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Okay. Da kann man wohl nachher raus. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Baublehen. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Ja, Plan B. Und? Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Irgendwo ein Luftschacht oder sowas. Da. Da kann man doch rauf, oder nicht? Hier rum. Hier, Moment. Da ist was. Na, geht doch. Das kann man schieben. Da. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine... Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Hier geht's weiter. Da kommen wir nicht durch. Kommt der hinterher? Ja.
Irgendwas mit den Fässern machen. Hinter den Fässern. Kommt er da? Da kommt, kannst du dich doch durch. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Okay, wir können das, bestimmt wieder schieben oder ziehen. Okay. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor das Schloss anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Er kann sich aus allem herausreden. Okay, ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Nee. Okay, was denn nochmal eben? Ah, er kann das auch ziehen. Alles klar. Ziehen wir das weg hier. Und dann muss das andere wahrscheinlich... Ah, das geht nicht weiter. Okay. Das andere dann... rausziehen. Jetzt kommen wir hier ja ran. Da müssen wir doch eigentlich irgendwie da durchkommen. Wieso hilft er mir eigentlich nicht? Olle Sacknaht. Ha! Hier entlang. Und jetzt? Bin ich auch noch nicht weiter. Oh, du komm doch mal. Die Lüftung. Da geht's raus. Yep, finden wir was zum Draufklettern. Ah, wir sind richtig hier, okay. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das. Na, ist das richtig zum Draufklettern? Sollte doch eigentlich gehen, ne? Okay, ja. Dann mal rauf. Okay. Geschafft. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Verdammt. Cosa portiamo a quel odioso miliardario tedesco? Der Glatzkopf hat auch noch meine quello Größe. Con il parrucchino in quella roba sul naso. Ne, gibt's hier wirklich mehr als Portali. Genug. Sciacco dove devi. Da geht's weiter. Sbrigati però. Sai che è questo. Das da auch lang? Keine Ahnung. Scheinbar nicht. Ah, hier kommen wir raus. Och nee. Ach, da ist noch einer. Okay. Das gibt doch bestimmt gleich Ärger. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. So, dann lass mal runter, das Ding. Ah, sehr schön. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen.
Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Oh, mega laut. Vorsicht, Vorsicht. Oh, oh. Buonasera. Ma che sta facendo? Upsa. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Wohnschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bauwerk. Da müssen wir hin. Das heißt, ich muss hier bestimmt Sam? Irgendwie rauf. Sully? Toll. Nee, das geht nicht. Da komme ich nicht rauf. Da müssen wir hin. Da kommen wir nicht rauf. Wo da sind kleine... Lass ich kleine Vorsprünge da. Hier ist aber auch nichts, ne? Da kommen wir auch nicht weiter. Die Tür war auch zu. Ach, Moment, da ist so eine Ranke zum Hochklettern. Das ist wieder ein bisschen mehr zu klettern hier scheinbar. Da kommen wir auch hoch. Ja, aber wie L3. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Noch nicht ganz. Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Aufs Dach rauf. Bringt mir auch nichts. Oder? Gut, da sind ja... Könnte klappen. Ich versuche das mal. Jo. Könnte klappen. Aber wie komme ich... Oh, ob er da ranspringen kann. Ne. Da habe ich aber richtig Glück gehabt. Shit. Wie soll ich da denn rüberkommen? Naja, von hier aus auch... Das hat ja jetzt gar nichts gebracht. Also irgendwie muss ich da anders rüberkommen. Der hat ja auch nichts dabei. Kein Wurf-Enterhaken, was weiß ich. Uah. Bringt das irgendwas? Da rüber. Das könnte richtig sein, ne? Das könnte vielleicht, das könnte man mal versuchen. Hier runter. Ach, dann hätte ich da ja runtergehen können. Super Quatsch. Nee, der kann da nicht ranspringen. Ich gehe hier mal hin. Nee. Da komme ich ja auch nicht durch.
Geh mal hier runter. Okay. Da komme ich nicht durch, aber hier kann ich wieder ran. Okay, das ist wie Fahrradfahren. 100 Meter über dem Boden. Ja, aber was soll das bringen, dass ich hier jetzt lang gehe? Ich muss ja auf die... Scheint aber richtig zu sein. Hm. Ich verstehe jetzt den Sinn nicht, warum ich hier jetzt hin sollte. Ein Tipp wäre mal ganz cool. Vielen Dank, Spiel, dass du mir keinen Tipp gibst. Hm. Also da hoch komme ich jedenfalls nicht. Da ist noch ein Geländer, da komme ich auch nicht rum. Ne. Hm. Hossasa. Zum Glück nicht gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Oh, ich hasse diese Rätselpassagen, die nerven mich so extrem ab hier. Was soll das immer? Rätselkacke. Der kann da ja auch nicht so rüberspringen, das schafft er ja nicht. Also ich würde sagen, da sind die... Da muss er, muss da irgendwie rankommen. Oh, da kann er von hier aus auf jeden Fall nicht rüberspringen. Gut, meine Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich gucke hier noch ein bisschen weiter, wie ich darüber komme. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und dann sehen wir uns in diesem wunderschönen Spiel Uncharted 4 mit diesem super schönen Wetter, an dieser schönen Kulisse. Sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.